Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Livestream von der Bibel und wir. Ich bin Adrian und darf heute euch mit einem Thema beglücken über die Bibel. Und ich begrüße euch erstmal auch aus meiner persönlichen Quarantäne. Ich bin aktuell in der Quarantäne und auch mit Corona tatsächlich diagnostiziert und ist jetzt quasi kurz vor Ende. Und es ist eine sehr spezielle Zeit, weil ich auch von sehr vielen Leuten gehört habe, die jetzt gerade mit Corona krank sind. Und jetzt gerade zum Anfang, weil das halt so intensiv ist und weil es auch relativ viele Leute betrifft, würde ich jetzt einfach auch gerne für die Leute beten. Und zwar auch ganz speziell für Pastor Archie. Ich weiß nicht, ob ihr Pastor Archie kennt. Pastor Archie gründet eine Gemeinde mit einem Team in Koblenz. Und jetzt aktuell, ich glaube vor 2 Tagen kam die Meldung, dass er an Corona erkrankt ist und dass er beidseitige Lungenentzündung bekommen hat und jetzt auf der Intensivstation ist. Und deswegen würde ich jetzt zuallererst für ihn beten, für seine Gesundheit, für seine Genesung, für seine Familie dass er sich wirklich da erholt und dass es ihm da wirklich bald besser geht. Und dann auch gleichzeitig auch für die anderen Leute, die auch krank sind. Und ihr könnt da gerne mitbeten, ihr könnt gerne da mit im Gebet eintreten. Weil ich glaube, dass Jesus Christus heilt und auch gerade auch in so einer Krise auch eben da auch damit wirkt. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe, Herr, für deine Gnade, für deine Treue, Herr, für deine Gunst, Herr, für deine Güte, Herr. Und ich erhebe dich einfach jetzt auf den Thron, auf den du gehörst, Gott. Und ich erhebe dich als König und als Priester und als Prophet und als meinen persönlichen Heiland und als unseren persönlichen Retter, Herr. Und wir erheben dich, Herr, und wir danken dir, dass du herrschst und dass du derjenige bist, der heilt und dass du derjenige bist, der wirklich unser Arzt ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jetzt Archie segnest. Herr, du siehst, dass er auf der Intensivstation liegt. Herr, ich weiß nicht, ob er noch auf der Intensivstation liegt, aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du da jetzt kommst und dass du Heilung bringst jetzt über ihn, Herr. Dass du kommst und dass du Genesung bringst über ihn. Dass du kommst und dass du jetzt Linderung für seine Schmerzen gibst und dass er atmen kann, Gott, Herr. Ich möchte dich bitten, dass er selbstständig atmen kann, dass er nicht, dass es ihm gut geht und dass er wieder zu Kräften kommt, dass er auf die Beine kommt, Gott, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du damit Heilung bist über ihn und über seine ganze Familie, dass du ihn segnest, Herr, und dass du seine Familie segnest, Gott, und dass du sie schützt, Herr, dass du sie finanziell trägst, aber dass du sie gesundheitlich auch trägst, Gott, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du da Wunder tust, Herr, und dass du da dich als Arzt und dich als Retter da wirklich zeigst, Gott, Herr. Ich möchte dich auch bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, der jetzt vielleicht noch krank ist, zu Hause ist, oder vielleicht auch im Krankenhaus ist, Gott. Herr, möchte ich dich bitten, dass du da wirklich heilst und dass du da segnest, Gott. Ich möchte dich bitten, dass du da für die Leute da bist, Herr, und dass du sie tröstest und dass du sie versorgst, Gott, Herr. Gerade wenn jetzt Leute auch in Quarantäne sind, die jetzt auch nirgendwo hingehen können, Herr, möchte ich dich bitten, dass du ihnen Leute zur Seite stellst, die sie versorgen können, Herr. Leute, die sie unterstützen können, Gott, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du das schon tust und dass du da aber auch weiter Sachen tust, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du die Leute einfach durch diese Zeit führst, Gott, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du auch die Regierung segnest, Gott. Herr, dann diese Regierung, Herr, möchte ich dich bitten, dass sie da mit Weisheit einfach durch diese Zeit auch gehen, Gott, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest, dass du die Entscheidungen segnest, dass du die Regierung segnest, dass du die Gemeinden auch segnest, Herr, die jetzt in dieser Pandemiezeit auch so sich nicht so frei treffen können, so wie du es gerne möchten, Gott. Und ich möchte dich bitten, dass du jeder Einzelne da segnest, Herr. Ich danke dir dafür, für das, was du tust. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Abend jetzt segnest und dass du dein Wort segnest, Herr. Danke dafür. Amen. Ja, ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Für mich ist das einfach total wichtig, einfach auch nochmal für die Leute zu beten. Und möchte ich auch euch auch ans Herz legen, einfach für diese Leute weiter zu beten. Gerade jetzt auch für Archie, gerade auch für seine Familie.
Und wenn ihr auch noch andere Leute kennt, die krank sind oder so, betet für sie, ruft sie mal an, fragt, wie es ihnen geht oder so. Ich wurde auch jetzt die letzten Tage auch einige Male angerufen und das war wirklich gut, da wirklich so ein bisschen Balsam für die Seele, einfach wenn Leute da einfach nachfragen oder so. Das ist echt gut. Ne? Bitte macht das, das ist eine gute Sache. Ja, heute geht es um Petrus den Fischer. Und zwar möchte ich mit euch einfach durch das Leben von Petrus gehen, und zwar in seiner Jüngerschaft. Petrus war ein Fischer, und das Interessante bei ihm war einfach, dass er Jesus auf eine ganz besondere Weise erlebt hat, und zwar als Fischer, und zwar in seinem Element, beim Fischen, weil auf der See, wirklich auf diesem Wasser, in dem Boot und in diesen Nöten, die auch ein Fischer halt eben hat. Und ich möchte mit euch da diese Geschichten anreißen und etwas dort herausnehmen, was Jesus einfach Petrus da immer wieder gezeigt hat und was er ihm immer wieder nahegebracht hat. Und deswegen gehen wir einfach dadurch vier Geschichten durch. Zwei Geschichten gehen wir ein bisschen lesen wir ein bisschen intensiver. Die restlichen erzähle ich einfach nur, weil sonst würde das einfach heute den Rahmen sprengen. ich muss mich ein bisschen entschuldigen, wenn ich dann ab und zu huste. Ich hoffe, das ist dann nicht zu laut oder zu störend. Ich versuche das ein bisschen leiser dann einfach zu machen. Genau. Ja, also die erste Geschichte, die geht direkt los, und zwar in Lukas 5. Könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, Lukas 5, und wir beginnen mit Verse 1 und 3. Das ist die Geschichte, wie Petrus zum Jünger Jesu wird. Aber auf welche Weise das ist, das ist hier ein bisschen deutlicher als in den anderen Evangelien. Und da würde ich euch einfach bitten, mit mir zusammen zu lesen, Lukas 5, erstmal Verse 1 bis 3. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie sich Petrus zu dem Zeitpunkt fühlte. Weil, wenn wir da gleich weiterlesen, dann wissen wir, dass Petrus eigentlich die ganze Nacht gearbeitet hat. Und er reinigt seine Netze gerade, weil er frustriert ist und nichts gefangen hat. Das heißt, er ackert die ganze Nacht und reinigt dort seine Netze und macht die sauber. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, weil Petrus war ja auch immer so eine emotionale Maschine, ne, der auch manchmal ausgeflippt ist, oder der war so ein bisschen cholerisch, ne, wenn man das so sagen darf. Und der reinigt jetzt da die Netze, ärgert sich, ne, er ist ja auch der Anführer und hatte auch so ein bisschen auch für die anderen Leute, hatte da auch die Verantwortung und reinigt dann dort. Und auf einmal kommt dann ein Rabbi, und ein Rabbi kennt man halt eben, eine Respektperson, kommt und setzt sich in sein Boot und bittet ihn, etwas weiter wegzufahren, damit er zu den Leuten redet. So, das heißt, er ist frustriert, hat den ganzen Tag gearbeitet und die ganze Nacht gearbeitet, ne, und ist eigentlich müde und kaputt, frustriert und sitzt da und will eigentlich nur noch die Netze reinigen und dann einfach irgendwie nach Hause gehen, weil er gerade keine Lust mehr hat. Und dann kommt Jesus und setzt sich in sein Boot und fängt an, dort zu lehren. Und dieses Lehren, das dauert ja nicht mal eben so 5 Minuten, sondern es kann 1, 2, 3 Stunden sein. Ne? Wir wissen, wie lange Jesus teilweise gelehrt hat. Auf jeden Fall muss sich dort Petrus da zusammenreißen, ne, und die anderen sind dann noch in dem Boot und reinigen die Netze, und Petrus wartet halt eben dort, bis Jesus da zu Ende gelehrt hat. Ne, und es steht da auch gar nicht genau, was Jesus dann dort gelehrt hat. Ne, fest steht es, wie geht das jetzt weiter? Ne, folgend in Vers 4.
Na, und dann nimmt diese Emotion mit, Petrus da auch wirklich so fühlt, und zwar diese Wut eigentlich die ganze Zeit, und er kann das nicht richtig einordnen, ne? Soll er diese Lehre jetzt einfach zuhören, aber er ist kein neutraler Zuhörer, weil er eigentlich wütend ist, weil er frustriert ist einfach. Ne? Und hier geht das jetzt weiter. Als er, Jesus, aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte sich Simon ein, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es dann doch getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Sohn von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon, du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Und das war so die erste Geschichte, wo Petrus als Fischer Jesus wirklich begegnete. Und er wurde geradezu überwältigt. Ne? Er hatte vorher die ganze Nacht gearbeitet, geschuftet und wer weiß, wie oft die Netze raus und rein und zig Sachen versucht. Und er war jetzt kein unerfahrener Fischer, sondern er hatte das ja schon gelernt, weil er führt ja ein ganzes Team an. Und dann kommt Jesus und mitten am Tag, und am Tag ist es nicht üblich zu fischen. Am Tag fischt man normalerweise nicht, sondern man reinigt wieder die Netze, weil es dann eigentlich vorbei ist und die Fische dann nicht mehr so nah am Wasser sind, weil sie eben nicht mehr schlafen. Ne? Und dann passiert ja das Wunder, dass die Schiffe so füllten, dass wirklich bis zum Rand die Boote gefüllt waren mit Fischen. Und das war so ein komplette Überwältigung für die. Und für die war einfach so klar, hey, wir sind so sündig, wir müssen jetzt Buße tun. Und das war so, deren Buße. Ne? Also, dass sie gesagt haben, so, ey, wir müssen jetzt Buße tun. Weil uns tut das total leid, weil wir erkennen durch dieses Wunder, dass wir so schuldig sind. Ne? Und obwohl sie dort versorgt wurden, jetzt auf einmal durch den Rabbi, hatte das einen ganz anderen Zweck. Und zwar nicht den Zweck, einfach nur den Bauch zu füllen, sondern den Zweck, die Petrus und seine Leute dann einfach zu Buße zu führen und zu Nachfolgern Jesu zu machen. Und in einer zweiten Geschichte, da wo Petrus nämlich wieder auf dem Wasser ist. Und zwar, Petrus ist jetzt schon der Jünger von Jesus und er hat schon auch mit den gleichen Leuten, die folgen Jesus auch nach. Und diese Geschichte, die steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 32. Ihr kennt die bestimmt oder habt sie schon mal gehört. Und zwar, das ist, als Petrus nämlich auf dem Wasser läuft. Es ist so eine skurrile Sache, weil ihr müsst euch vorstellen, dass sie sind auf dem Weg und Jesus ist noch auf dem Land. Ne? Und es fängt an, wirklich ein Sturm zu wüten, so irgendwann morgens. Und die Seefahrer, die versuchen, dieses Schiff unter Kontrolle zu halten. Ne? Und Da gibt es unterschiedliche Techniken, wie die Segel runterlassen und das Ruder nicht zu stark befestigen, damit es nicht reißt und was weiß ich. Und trotzdem ist es so, dass dort es eine ganz wichtige Sache gibt, die für so Seemänner ganz wichtig ist. Und diese Sache ist, geht nicht von Bord.
niemals vom Wort gehen, wenn ein Sturm ist. Weil das ist ein sicheres Todesurteil, wirklich tot zu sein, wirklich zu ertrinken und nicht mehr dabei zu sein. Und jetzt ist es so, dass auf einmal kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen. Und Matthäus 14, Matthäus 14, 22 bis 32, könnt ihr nachlesen, schreibt euch das auf. Na, und Petrus sieht Jesus dort und ruft Jesus zu, Jesus, wenn du es bist, ruf mich auf das Wasser. Und Jesus sagt ihm, komm. Und das, was Petrus dann jetzt macht, er kennt diese Stimme von Jesus. Und er fängt an, Vertrauen aufzubauen und sagt, okay, ich werde jetzt auf dieses Wasser springen und zu Jesus gehen. Und dieser Sprung, das ist wirklich ein Todesurteil für einen Seefahrer, weil jeder Seefahrer weiß ganz genau, zu 100%, wenn ich aus dem Wasser rausspringe, also aus dem Boot rausspringe und es ist Sturm, dann bin ich geliefert. Ich komme nicht mehr ins Boot rein und ich werde mit Sicherheit ertrinken. Das ist das Ding. Und jetzt lernt Petrus, okay, ich vertraue dieser Stimme mehr als meinem Kopf. Und dann, in diesem Zeitpunkt, springt Petrus auf dieses Wasser und fängt an, auf Jesus drauf zuzugehen. Und irgendwann auf diesem Weg zu Jesus hin, bemerkt er diesen Sturm. Und dieser Sturm, der macht ihm wirklich Angst und dann fängt er an zu sinken und sagt, Jesus, rette mich! Und Jesus kommt und ergreift ihn, nennt ihn einen Kleingläubiger und sagt, warum zweifelst du? Zieht ihn aber hoch. Und beide sind am Sturm und Jesus gebietet auch dem Sturm. Entschuldigung. Na, und das ist so diese zweite Begegnung, wo Petrus als Seefahrer wirklich merkt, okay, ich vertraue da einer Stimme mehr als meinem Kopf, mehr als das, was ich alles gelernt habe, das kleine Einmaleins eines Seefahrers. Das ignoriere ich jetzt für diese Stimme und vertraue dieser Stimme mehr als meiner eigenen. Na, und das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte für Petrus selber, weil Petrus, da für ihn war das nicht normal, für ihn war das ungewöhnlich, wirklich da so diese Schritte zu gehen. Wohlgemerkt war Petrus auch der Einzige, der das in dem Boot gemacht hat, der so einen waghalsigen Schritt gemacht hat. Und Petrus neigt dazu, wirklich einfach radikal einfach an solche Limits zu gehen. Na, das ist auch so die große Stärke von Cholerikern, weil Choleriker sagen, okay, wir können da hineingehen. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, weil alles in ihm drinnen geschrien hat, das ist eigentlich ein No-Go. Die nächste Geschichte, ich weiß, ich springe ein bisschen, aber für mich ist einfach nur wichtig, euch zu zeigen, die einzelnen Etappen, wo Petrus also wirklich als Fischer, Jesus erlebt hat. Und zwar am Anfang bei diesem Fischfang, bei diesem Mega-Fischfang, wo er die ganze Nacht gearbeitet hat und dann im Nachgang hat er einmal das Netz ausgeworfen und das Boot wurde gefüllt mit Fischen. Die zweite Sache war jetzt mit diesem Wasser, ne, dass er auf dem Wasser läuft und aus dem Boot steigt, obwohl es eigentlich Todesgefahr ist, ein Todesurteil. Und die dritte Sache ist, das war Petrus, als Petrus einmal mit Jesus unterwegs war. Und als er nicht direkt bei Jesus selber war, kamen die Leute von der Tempelsteuer zu Petrus und sagten, hey Petrus, zahlt eigentlich dein Meister die Tempelsteuer? Und die Tempelsteuer, die war so damals so üblich, man hat einfach einen Drachmen, war das, pro Nase, sage ich mal, hat man einfach für den Tempel einfach gespendet, beziehungsweise Steuern gezahlt. Und Petrus sagte, natürlich zahlen wir das. Ne? Und als er zu Jesus kommen ging und das eben
ansprechen wollte, dann kam ihm Jesus so ein bisschen zuvor und Jesus sagte ihm, sag mal, wer zahlt eigentlich die Steuern? Zahlen das die Söhne oder zahlen das die Fremden? Oder beziehungsweise, wenn jetzt der König zum Beispiel Steuern einnimmt, nimmt er das von seinen eigenen Söhnen ein oder nimmt er das von dem Volk ein oder von Fremden, die nicht zu seiner Königsfamilie gehören? Und dann sagte Petrus natürlich von den Fremden. Ja, und Jesus sagte Petrus zu diesem Zeitpunkt, du bist eigentlich ein Sohn, du gehörst eigentlich zur Familie Gottes und brauchst diese Steuern gar nicht zahlen. Aber damit da kein Anstoß entsteht, hatte Jesus Petrus dann eine besondere Aufgabe gegeben. Und zwar hat er ihm gesagt, geh angeln und dort, wenn du einen Fisch fängst, dann hat er eine Münze, das ist ein Starter, also hat Jesus gesagt, dort wird ein Starter einfach sein in dem Maul und das ist quasi für 2 Drachmen Münzen. Das ist genau die Steuer, die eben dort verlangt wurde. Und Petrus geht jetzt hin und hat die Aufgabe von Jesus einfach nach einem Fisch zu angeln und in diesem Fisch soll dann einfach eine Münze sein. Und das ist eigentlich eine total skurrile Sache. Ich weiß nicht, ob du schon mal was gemacht hast, was total unsinnig ist in deinen Augen. Aber ich glaube, dass sich Petrus zu diesem Zeitpunkt so gefühlt hat, dass er hingegangen ist und für eine Münze, sag ich mal, die Angel ausgeworfen hat. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er gesagt hat, okay, ich verkaufe den Fisch und löse das eben ein für 2 Drachmen, sondern in diesem Fisch ist dann eine Münze, so nach Jesus. Und das war tatsächlich dann auch so. Ne? Also Petrus hat dann einen Fisch gefangen und da war dann ein Starter drin, ne? Was 2 Drachmen eben sind, womit er genau diese Steuer zahlen konnte. Ne? Und das war auch wieder so ein Punkt, wo Petrus diesmal etwas Gurriles gemacht hat, weil wer geht schon angeln, um eben eine Münze in einem Fisch zu finden. Ne? So. Und das ist so etwas, wo Petrus dann Gottes Versorgung gesehen hat. Und zwar, er hat eine Steuerschuld und dort gibt es ein Wunder, eben durch so einen Fischfang. Das ist sehr interessant. Und nachdem dort etwas vergangen ist, erlebt Petrus noch einmal Jesus. Und zwar, das würde ich gerne mit euch nochmal lesen. Und zwar, das steht in Johannes 21, 1 bis 14. Johannes, das ist das 4. Evangelium, also das im Neuen Testament, falls ihr euch so Johannes 21, das ist das letzte Kapitel von Johannes. Und zwar, was vorher passiert ist, ist ja, Petrus hat ja selber Jesus verleumdet, dass er durch Angst hat er gesagt, er kennt Jesus nicht. Und das 3-mal. Und Jesus hatte ihm das ja vorausgesagt. Und jetzt befinden wir gerade uns in dem Zeitpunkt, wo Jesus schon auferstanden ist. Bedeutet, er hat sich auch schon den Jüngern offenbart. Er hat das auch schon, er hat sich auch schon gezeigt. Und trotzdem ist es so, dass Petrus eben hier in dieser Situation noch nicht die Situation steht noch irgendwie offen da, weil es noch keine richtige Kommunikation gab. Also zumindest nicht das, was wir lesen. Und jetzt ist Petrus eben dort und was er macht, ist, er fängt an zu fischen. Er hat zwar jetzt erlebt, dass Jesus wieder auferstanden ist oder so, aber er hat ja irgendwo eine Identitätskrise. Kann Jesus ihn gebrauchen, kann Jesus ihn nicht gebrauchen? Das weiß er nicht so genau. Und was er macht, ist das, was er kennt. Und zwar, er geht fischen. Und das lesen wir in Johannes 21, 1 bis 14. Später zeigte sich
Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus und fingen in dieser Nacht aber nichts. Als Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen. So viele Fische hatten sie gefangen. Da sagte der Jünger, der Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische brieten. Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz ans Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Und es ist jetzt sehr interessant. Also Petrus geht wieder seinem ursprünglichen Beruf nach. Er sagt nämlich, ich gehe fischen. Und wieder hat er einen Frustrationsmoment, weil er wieder nichts gefangen hat. Und dann begegnet sie ihm Jesus. Und das, was dort auch wieder passiert ist, es gibt ein großes Wunder. Petrus fängt wieder mit seinen Jüngern, mit seinen Leuten, fängt er einfach einen riesen Haufen Fische, 153 große Fische. Und dieses Mal, im Gegensatz zum ersten Mal, als er Jesus begegnete, riss dieses Netz nicht. Das heißt, sie gingen dorthin und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die haben die Fische gezählt. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob Jesus ihnen die aufgefordert hatten oder so, aber die haben einfach die Fische gezählt und es waren 153, also eine ganze Menge von Fischen. Und dann in diesem, statt frustriert zu sein, einfach von dieser Nacht, kommen sie jetzt und haben auf einmal schon einen gedeckten Tisch. Jesus grillt dort Fisch für sie und hat Fladenbrot, oder hat ein Frühstück einfach gemacht, das, was sie damals so üblich hatten. Das heißt, sie konnten von dieser Arbeit, die sie einfach in der Nacht hatten, konnten sie jetzt sich wirklich den Bauch vollschlagen. Und wer Jesus genau kennt, weiß, dass Jesus es nicht einfach nur darum ging, ja, jetzt einfach Hauptsache Versorgung oder so, sondern diese Geschichte geht noch weiter. Aber wichtig ist vorher eben, dass sie zu Kräften kommt. Das heißt, Jesus begegnet Petrus und den anderen Jüngern eben in dieser Situation. Die haben nichts zu essen und Jesus gibt ihnen zu essen. Jesus versorgt sie. Und dann lesen wir jetzt weiter in Johannes 21, 15 bis 19. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon ben Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon ben Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe,
sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon ben Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe. Und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Und ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel binden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm, folge mir. Jetzt geht es da so ins Eingemachte, weil hier begegnet Jesus genau diesem Punkt in dem Herzen von Petrus. Aber Petrus hat noch da irgendwo in seinem Herzen drinne vergraben, dass er Jesus verleugnet hat. Und auch wenn Jesus sich schon offenbart hat als der Auferstandene, war ja diese Beziehung, die eigentlich in dieser Jüngerschaft aufgebaut wurde mit Petrus, war die nicht mehr so richtig da. Oder beziehungsweise es war ein großes Fragezeichen einfach dort. Ein großes Fragezeichen, wo Petrus sich fragen musste, okay, was ist jetzt meine Aufgabe? Oder habe ich überhaupt eine Aufgabe? Oder sollte ich lieber einfach fischen gehen? Ist das das, was ich vielleicht mehr machen sollte und nicht das, was Jesus mir eigentlich aufgetragen hatte? Weil wir erinnern uns, dass Jesus eigentlich wollte, dass Petrus eben die Gemeinde anführt. Und hier begegnet Jesus dreimal mit drei Fragen begegnet er eben Petrus und baut ihn dort wieder auf. Auch wenn er am Ende traurig wird, sagt er ihm drei unterschiedliche Befehle. Und zwar, das ist sehr interessant, wenn ihr da mal mit reinguckt. Und zwar das erste Mal sagt er, weide meine Lämmer. Und ihr wisst, Lämmer, das sind die ganz kleinen Schafe. Ne? Und weiden heißt ihnen Nahrung geben. Das heißt, versorge meine Lämmer. Gib ihnen Nahrung. Das heißt, er war auch der älteste Jünger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er war derjenige, der dann einfach auch dafür sorgen sollte, hey, du bist derjenige, der ihnen Nahrung gibt. Und dann die zweite Sache war, hüte meine Schafe. Das heißt, die Lämmer werden zu Schafen und Petrus soll sie hüten. Ne? Und es war auch dieser Zeitpunkt, als er in der Gemeinde war, dass er ja auch quasi die Gemeinde zusammengehalten hat. Und zwar, als sie auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet haben, da waren die ja schon ein bisschen reifer. Und Petrus hat sie ja gehütet, dass sie beisammen bleiben. Ne? Und danach, als die Gemeinde dort war, steht hier, sagt Jesus, weide meine Schafe. Ne? Das heißt, hier wird ein kompletter Prozess. Also Jesus zeigt Petrus wirklich diesen Prozess, was er mit ihm gehen will. Auch wenn er zu diesem Zeitpunkt hat er ihn vielleicht noch nicht so ganz verstanden, aber Jesus hat ihm eigentlich einen Prozess aufgezeigt. Und zwar ein Prozess als Leiter, als Hirte, als derjenige, der die Gemeinde bewahrt. Und dann kommt am Ende noch eine Prophetie, wo er mit seinem Tod Jesus verherrlichen wird. Das bedeutet, Jesus gibt ihm auch eine Perspektive, eine komplette Perspektive, dass er diesen guten Kampf kämpfen wird und auch schaffen wird und auch laufen wird. Das heißt, diesen Zweifel, den er vielleicht vorher hatte, so werde ich das überhaupt schaffen, ich habe ja Jesus verleugnet, den räumt Jesus komplett aus, weil er ihm sagt, hey, ich gehe mit dir diesen Weg und du wirst das schaffen. Und das ist wirklich so diese Aufbauung, die Jesus einfach mit Petrus vorhat. Und in diesen ganzen Geschichten, überall dort, wo Jesus Petrus begegnet, und zwar als den Fischer, bringt er quasi das ganze Konzept, wie Petrus das Fischen verstanden hat, wie Petrus sein bisheriges Leben verstanden hat, bringt Jesus komplett auf den Kopf, stellt ihn komplett auf den Kopf
Und zwar mit der Grundlage, dass er sagt, das, was ich sage, das gilt. Na, und ich möchte euch jetzt einfach ein Geheimnis auch zeigen, wo Jesus Petrus immer wieder genau das Gleiche zeigt. Und zwar in diesen ganzen Geschichten gibt es nämlich einen ganz besonderen Kern. Und dieser ganz besondere Kern ist in diesen Erlebnissen wirklich zu entdecken. Und in einigen Erlebnissen, beispielsweise wie am Anfang, da ging es scheinbar um Versorgung. Also er hat ganz viele Fische gefangen und hatte vorher gar keine Fische gefangen und auf einmal fängt er Fische. Und das, worum es eigentlich geht, ist auf die Stimme Jesu zu hören. Na, also dieser Gehorsam, Jesu Stimme kennenzulernen. Na, dann auf der See in dieses Wasser zu steigen, könnte man jetzt sagen, okay, das ist einfach ein Glaubensschritt zu machen und man könnte das jetzt noch ausmalen, wie wichtig es ist, einfach zu glauben und dann einfach einen Schritt zu wagen. Aber eigentlich ging es darum, Petrus hört die Stimme Jesu, vertraut er so sehr, dass er weiß, die Stimme trägt mich. Na, also er geht dann dort hinein und lernt diese Stimme von Jesus noch weiter kennen, dass er sagen kann, ey, ich gehe auf diesem Wasser, obwohl es total hirnrissig ist für einen Seemann. Und auch wo es um die Steuer geht, da geht das auch wieder darum, der Stimme Jesu zu vertrauen. Weil etwas Unsinniges zu machen, wie ein Fisch zu angeln und in der Hoffnung, dass dort einfach Geld drin ist, in dem Maul, ist total unsinnig. Aber wenn du Jesu Stimme vertraust, wirst du auf einmal solche Dinge machen. Und das, was Petrus lernt hier, ist, dass die Stimme von Jesus wirklich der Felsen ist, auf dem er bauen kann, auf dem er sein Leben bauen kann. Weil Jesus hat nämlich zu Petrus gesagt, auf diesem Fels, also Jesus meinte sich selbst, werde ich meine Gemeinde bauen. Und Jesus offenbarte sich Petrus als Fischer in unterschiedlicher Weise und zeigte ihm, dass seine Stimme, das, was er sagt, viel stabiler ist als das, was er kennt, als das, was er erlebt hat oder als das, was seine Erfahrung ist, als das, was sein ganzes Weltbild ist. Das hat Jesus ihm immer wieder beigebracht, durch sein ganzes Leben, durch sein ganzes Fischerleben, durch sein alles, was er dort erlebt hat, in diesen unterschiedlichen Etappen, war wirklich, vertraue ich Gottes Stimme. Und das ist das, was ich euch auch mitgeben möchte, das ist das, was ich euch einfach zeigen möchte, ist in diesen ganzen unterschiedlichen Geschichten, so unterschiedlich sie auch sein mögen, gibt es einen Faden. Petrus als der Fischer lernt Jesu Stimme kennen. Und zwar die Stimme, die wirklich so stabil ist, dass sie trägt wie ein Felsen. Und und Petrus lernt auch wirklich da, dass die Stimme mehr trägt als überhaupt irgendwas anderes, als seine eigenen Emotionen, als sein eigenes Weltbild, als sein eigenes, als seine eigenen Überzeugungen. Und das Interessante ist, wir sind jetzt ja auch wirklich so statistikgetriebene Menschen. Menschen, die wirklich sagen, okay, wir beruhen auf Erfahrung. Ne? Also das, was ich persönlich erlebt habe oder das, was schon ganz viele andere Menschen erlebt haben, das ist das, was meine Realität ausmacht. Ne? Also man versucht ja auch aus Statistik oder aus Erfahrung oder aus seinen Lebensweisheiten, sage ich mal, zu zehren und dann zu sagen, okay, so und so wird das ja wahrscheinlich laufen, wenn ich das und das mache. Aber was ist jetzt, wenn Jesus kommt und jetzt etwas sagt, was diesem komplett konträr ist?
Vertraue ich der Stimme Jesu so stark, dass ich sage, okay, ich gehe diesen Weg, obwohl es gerade nicht danach aussieht, dass dieses Wasser trägt, sage ich mal jetzt. Und das ist das, was Petrus wirklich in dieser ganzen Zeit erlebt hat. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, in seiner Beziehung zu Jesus immer mehr diese Stimme zu vertrauen, immer mehr kennenzulernen, wo dieses Wasser trägt. Na, ich habe das persönlich auch sehr oft erlebt, egal in welchem Bereich, egal ob das Finanzen sind, Versorgung sind, Beziehungen sind, irgendwelche Lebensabschnitte sind, wo es irgendwelche Krisen gab oder so. Immer wenn ich irgendwo auf die Stimme Jesu vertraut habe und sei es auch so, dass ich manchmal auch so verzweifelt war, dass ich, sage ich mal, selber fast untergegangen bin, da konnte ich nach Jesus rufen und er hat mich dann herausgezogen. Na, ist es aber so, dass ich wirklich in diesen ganzen Phasen ging es wirklich darum, die Stimme Jesu mehr und mehr kennenzulernen. Weil Jesus sagt in dem Wort auch, meine Schafe kennen meine Stimme. Umso älter diese Schafe werden, ne, also wie Jesus das Petrus auch gesagt hat, von Lämmern zu Schafen, umso älter diese Schafe werden, umso mehr kennen sie auch diese Stimme. Ne, und da möchte ich dich auch ermutigen, also diese einzelnen Stellen einfach nochmal nachzulesen, ne, wie Petrus das selber erlebt hat. Es gibt noch ganz viele andere Geschichten natürlich, wo Petrus selber auch Jesus noch mal ganz anders erlebt hat. Aber heute ging es so ganz speziell um die Geschichten als Fischer. Ich sage euch noch mal die Stellen. Und zwar, das ist einmal Lukas 5, Verse 1 bis 11, Matthäus 14, Vers 22 bis 32, Matthäus 17, Vers 24 bis 27, das ist die Geschichte mit dem Steuern, und dann zu guter Letzt Johannes 21, Verse 1 bis 19. Ne, das sind so die Geschichten. Und es ist sehr spannend, einfach zu entdecken, wie zum Beispiel ein einzelner Jünger wirklich Jesus dort erlebt hat und auch in seinem Verständnis auch dann geprägt wurde. Ne, ich überlege auch jetzt vielleicht bei dem nächsten Mal, wenn ich das nächste Mal da bin, vielleicht auch eine andere Person auch zu nehmen und auch da die einzelnen Etappen auch durchzugehen. Ich glaube, dass das halt sehr interessant ist, weil jeder Jünger auch irgendwo Jesus ganz anders erlebt hat und auch aus einer ganz anderen Brille, aus einer ganz anderen Perspektive. Und heute war das Petrus und ich hoffe, ihr konntet da etwas mitnehmen, ihr konntet daraus ermutigt werden. Und ich segne euch jetzt und ich werde jetzt einfach für diese Zeit segnen, dass das Wort einfach so bei euch einfach so tiefer drin ist, dass ihr da die Stimme Jesu einfach mehr und mehr kennenlernt. Ich bete einfach für euch. Danke, Jesus, Herr, für diese Zeit. Herr, danke dir dafür, dass du dich offenbarst, Gott. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen heute segnest, Herr. Jeden Einzelnen, zu jedem Einzelnen sprichst, Gott. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jedem deiner Jünger wirklich deine Stimme offenbarst, Gott. Auf eine ganz persönliche Weise, Herr. So wie Petrus das auch durch seine Arbeit, durch seinen Beruf, durch seine Identität irgendwie mehr und mehr erlebt hat, so möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen segnest, der und bei jedem Einzelnen im Alltag bist und dort dich offenbarst, durch Wunder, durch Zeichen, durch Offenbarung. Und dass jeder deine Stimme kennenlernt und lernt, auch dieser Stimme zu vertrauen, Gott. Herr, möchte ich dich bitten, dass du das offenbarst und dass du da die Ohren öffnest, Herr, für deine Stimme. Und ich danke dir für jeden, der hier zugehört hat. Und ich möchte dich bitten, dass du das segnest, dass du jeden Einzelnen segnest und bewahrst. Herr, segne du jeden Einzelnen auch mit Versorgung, mit Finanzen, mit Gesundheit, Gott. Möchte ich dich bitten, dass du jetzt gerade durch diese Zeit, Herr, auch vielleicht, wenn es den einen oder anderen getroffen hat, auch in dieser Krise, möchte ich dich bitten, dass du sie versorgst, dass du sie schützt und dass du sie leitest, dass du die Familien segnest, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du da mit deiner Gunst und mit deinem Segen bist, Herr. Segne du jeden Einzelnen, der heute hier zugehört hat und jeden, der das noch hören wird, Gott.
Und ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst und dass du sie bewahrst, Gott, Herr. Bewahre deine Gemeinde, Herr, dass sie näher zu deinem Herzen kommen, Gott, Herr. Ich danke dir dafür, Jesus. Du bist groß und du bist heilig, Jesus. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Alles Gute. Bis bald.